Damit haben wir die erste Etage hier schon fertig. Jetzt werden kurz die Leitern gesetzt. Wir können hier auch schon mal Fackeln dran setzen, denn irgendwann wird es hier dunkel. Also so schnell müssen wir uns um Sand keine Sorgen machen. Da hinten ist auch noch genug in der Wüste. Ich finde das jetzt eigentlich schon fast schade, dass wir die Minecart-Strecke unterirdisch gemacht haben. Ab da vorne. Sonst könnte man den Streckenlauf jetzt von hier oben wahrscheinlich auch schon richtig schön beobachten. Oh ja, das war auch eine weite Strecke, die wir da gebuddelt haben. Ah, das war eine tolle Mine, die wir da gefunden haben. Oh ja, die hat richtig Spaß gemacht mit dem riesen Loch am Eingang. Ja, das waren schöne Zeiten. Solche Minen findet man ja heutzutage kaum noch. Also die letzte, die wir gefunden haben, war ja ein Reinfall. Hier kommt schon mal ein neuer Stack davon runter. Das ist Etage 2. Hatte ich gesagt, 3 erstmal. Dann können wir auf der Höhe bleiben und hakeln uns dann später dort ein. Um sich einzuhakeln. So, nächster. Da rein. Und diese Türme bauen sich eigentlich sehr schnell jetzt. Ich muss mal runter, da habe ich jetzt einen falsch gesetzt. Das heißt, wir brauchen jetzt auch gleich die Leitern, um auch wieder hochzukommen. Und sind eigentlich schon fast oben angekommen. Und noch haben wir ja auch ein paar Rohstoffe zum Bauen. Dem Hügel, da habe ich ganz schön wehgetan, wenn man sich das anguckt. Eigentlich können wir dahinter wieder in die Breite gehen, eine Pyramide weiter. Hier wird es noch nicht passen, also noch eine und dann breiter und dann das ganze Feld. Erstmal gucken. So viel ist jetzt hier nicht mehr. Also... 30 Pyramiden und davon sind ist über die Hälfte absolut nicht möglich momentan mit unseren Rohstoffen. Also. Und da jetzt obendrauf nochmal gesplittet. Für 2. Und dann nochmal splitten für 1. Also. Das wäre eine richtig geile Sache. Passt das denn? Wir sind hier auf Höhe 97. Ja, natürlich wird das passen. Oh, die Idee ist genial, aber... Oh, ich weiß nicht. Wollt ihr das unbedingt? Wollt ihr das sehen? Ja, ich muss ja immer vermuten. Wollt ihr das? Wollt ihr das nicht? Ich will es eigentlich. So, davon brauchen wir die meisten. Dann machen wir da auch mal eine ordentliche Ladung von. Normal habe ich auch noch
einiges, also ist noch einiges da. Da kriegen wir auf jeden Fall noch einen fertig. Ist ja die Farmerei ist ja dabei so hoch. Das Bauen ist ja kein Problem. Es geht mehr darum, das Farmen, das ist so anstrengend hier. Andererseits haben wir irgendwas Besseres zu tun, ja, ein Loch buddeln. Tunnel buddeln. Okay, da ist das schon fast die kreativere Art hier. Der Tunnel läuft uns nicht weg. Auch da drüben die Stadt läuft uns nicht weg. So einen richtig geilen Turm allerdings. Dass man da mal die Ideen im Kopf hat, passiert nicht ganz so oft. Bauen wir einfach erstmal weiter. Bauen wir jetzt erstmal die vier Türme hier auf 3. Und dann gucken wir mal. So, die Leiter kommt jetzt hier hin. Da bleiben wir komplett im System, symmetrisch. Scheiße. Na, da kann ich gleich wieder runterhoppeln. So gut haben wir dann die Rohstoffe ja doch nicht. Dann können wir ja auch gleich Fackeln dran machen. Ich habe übrigens fast keine Leitern mehr. Ach, das auch noch. Wann habe ich das letzte Mal einen richtig dicken Turm gebaut? Der da hinten. Den man gar nicht sieht von hier. Und der Turm. Das könnte der Turm des Jahres werden. Ja, man merkt, ich bin mit mir am Kämpfen. Ich will es, aber ich will es euch nicht zumuten. Andererseits, wenn ich jetzt 3 Folgen am Tag mache und richtig Gas gebe mit dem Upload, dann wird einem die Länge gar nicht auffallen. Na gut, doch, in der Folgenanzahl. Ach, scheiß drauf, wir bauen den Turm. Wir machen ihn zum größten Turm, zum schönsten Turm, whatever es wird. Das ist schon die 2. Ebene. Ja. Macht natürlich dann sehr viele dunkle Flecken. Oh, der wird gigantisch. Das kam mir jetzt alles so beim Bauen nach und nach, die ganze Idee. Wenn ich jetzt sage, ich habe es geplant, wäre es gelogen. So. Okay, wir sollten uns vielleicht erstmal wieder Leitern machen. Habe ich Holz dabei? Nein. Wir könnten uns ja auch schon mal Netherstein holen. Dann könnten wir das da oben beleuchten. Ja, vielleicht haben wir ja auch noch das ein oder andere an Sandstein im Hauptlager. Vielleicht lassen wir das auch heute mit dem Tunnel und holen uns lieber Kürbisse und machen hier... Das sind ja etliche Kürbisse. Pro Pyramide sind das 4 Kürbisse. Ja, nicht ganz. Hier, da brauchen wir ja nur einen für 2. Da sparen wir einmal einen. Glowstone wäre mir da eh lieber, aber zu teuer. Ja, wenn es eine Möglichkeit gäbe, Glowstone zu züchten.
ist leider wirklich die einzige neben Fackeln effektive Art der Beleuchtung über die Redstone-Lampe, die nicht wie eine Fackel aussieht und weggespült werden kann und auch nicht gleich so Halloween-kitschig wie eine Kürbislaterne aussieht. Das heißt, Glowstone wäre schon toll, aber in der Hölle da rumzukraxeln für ein paar Brocken hilft uns auch nicht weiter. So. Wir wollten auch noch hier unten weiterbauen. Da haben wir schon mal... sieht schlecht aus für Sandstein, oder? Naja, Sand haben wir zumindest. Nehmen wir mal mit. Ich habe zwar keinen Sand mehr im Lager. Ja, das macht mir gerade wenig aus. Kann das sein, dass wir den Rest Sandstein mit zum Zwischenlager genommen haben? Weil wir da ja vor kurzem auch mit Sandstein gebaut haben? Ja, wahrscheinlich. Ist noch irgendwo Sand hier? Was ist das denn? Ach, trotzdem. Können ja mal unten gucken, ob da noch was ist. Brauche ich erstmal noch ein heiles Feuerzeug. Relativ heile nehme ich mal die beiden mit. Ist ja auch mal schön, wenn die Kiste da mal endlich etwas leerer wird. Dann gucken wir mal unten, was da noch an Sand bzw. Sandstein ist. Zum Runtergehen ist das ja praktisch. Zum Raufschwimmen eher nicht. Hier ist nix. Hier ist nix. Da ist nix. Ja, wir brauchen dringend eine etwas größere Leitung. Oh Gott, ist das Ding inzwischen verstopft. Naja. Okay, ist gut verstopft. Ey, so verstopft habe ich ja nicht mal auf dem Server meine Leitung. Na, jetzt rutscht ja zumindest alles nochmal ein Stück weiter. Guck mal. Zumindest ein bisschen was haben wir ja hier drin sogar. Ja, das ist, sobald wir hier den Tunnel fertig haben, gehen wir dann da dran. Dann machen wir das mit den Kürbissen später. Das hat ja bisher gut geklappt. Gott, ist das voll. Bis hier. Wow. Aber ein bisschen was hat's hier gebracht. So, ich hoffe, das hat jetzt nicht allzu sehr geknackt. Ich habe mal mein Mikro etwas ausgerichtet anders. Also von hier sieht es auf jeden Fall nicht schlecht aus. Ich komme da auch ständig dran. Sobald ich mir irgendwie im Gesicht irgendwie mal was jucke, komme ich ans Mikro. Und da macht's so ein hässliches Geräusch. Ob man den Turm von hier sehen kann? Das wäre ja toll. Gucken wir mal, was wir hier so haben. Sandsteine. Na, schau mal, hier ist auch noch ein bisschen was. Jetzt haben wir natürlich jede Menge Sand. Sand, das ist glatter. Hier haben wir noch Sand. Wirklich eine tolle Idee für die obere Reihe, aber da müsste ich mal gucken. Ist ein bisschen wenig von allem, oder? Obwohl eine Reihe Halbsteine. Jetzt bin ich im Überlegen. Also als farbliches Highlight wäre das bestimmt toll.